Eine Schale. Das bin ich, Julian. Für 7 Tage will ich in einer Bahnhofsmission arbeiten. Den ganzen Tag unter Obdachlosen, Bettlern, unter Menschen, die nichts mehr haben. Unter Pennern, um die man normalerweise einen Bogen macht. Was ist das für ein Leben ganz unten, ohne Dach überm Kopf? Und was sind das für Menschen, die denen helfen? Und davon handelt dieser Film. Diese Berliner Bahnhofsmission ist die größte Anlaufstelle für Obdachlose in Deutschland. Immer offen, Essen umsonst. Nur gepennt wird hier nicht. Gepennt wird auf der Straße. Im Raum stinkt es nach Schweiß und muffigen Klamotten. Super. Ja, klaro. So. Die Bahnhofsmission ist direkt am Hintereingang vom berüchtigten Bahnhof Zoo. Drogen, Stricher, Gewalt, alles um die Ecke. Und mittendrin Dieter, der Chef der Mission. Um die Füße nach unten. Dieter ist immer hier. Als ich damals verzweifelt war, hätte ich viele unserer Gäste, die hier rumlaufen, haben Hauterkrankungen. Die sind so groß und sie nehmen sie nicht mehr wahr. Das tut nicht mehr weh, das schmerzt nicht mehr. Ich glaube, du hast heute auch jemanden gesehen, dem stand Eiter so hoch in den Schuhen. Wenn du ihn nicht gesehen hast, der spürt gar keine Schmerzen mehr. Das ist für mich kein Zug mehr zu sich selbst zu haben. Und das ist die Schwierigkeit. Eigentlich einen Menschen, wenn du ihm hier helfen willst, ein Stückchen neu aufzubauen. Kann man denn solchen Menschen überhaupt noch helfen? Mit einem Brötchen? Mit ein paar Klamotten? Mehr als 2, 3 Worte habe ich mit Obdachlosen bislang noch nie gewechselt. Warum auch? 22 Uhr, Kleiderausgabe. Meine erste Nachtschicht. Hallo. 40 Schuhe. Größe 40 Schuhe? Ja. Okay. Und T-Shirt. T-Shirt? Boxershorts? Boxershort, Pulli und Schuhe 40. Hol ich. Ja. Alles klar, okay.